Hui, willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Im letzten Part haben wir durch einen ziemlich doofen Fehler meinerseits das Geisterhaus-Level leider zweimal spielen müssen, aber das war schon in Welt 5. Wir sind hier noch einmal zurück in Welt 4, da wir mit dem Mini-Pilz zusammen einen Secret Exit in diesem Geisterhaus noch finden müssen. Und das geht nur mit dem Mini-Pilz. Ich hoffe, ich finde den noch und sterbe nicht vorher. Das wäre ziemlich ärgerlich. Denn so leicht kriege ich, glaube ich, keinen Mini-Pilz wieder. Es gibt zwar ein paar Blöcke, wo halt garantiert Mini-Pilze drin sind, aber dann muss ich halt immer in das Level da rein, den Mini-Pilz holen, das Level beenden, weil will ich, Save and Quit, glaube ich, behalte ich den nicht. Darum wird das ziemlich aufwendig. Und wenn ich ihn jetzt gerade schon mal einmal habe, möchte ich den auch gerne gut nutzen, ne? Gucken wir einmal kurz nach. Ne, hier war es noch nicht. War das hier in dem Raum? Nee. Ich glaube, wir müssen den immer eben da weglocken. So, und dann da hoch. Genau. So, kommen wir schon mal da in die Röhre. Und dann. So, und dann glaube ich, dass das irgendwo da oben war, oder? Es ist schon so lange her, dass wir hier waren. Ich weiß das ja nicht mehr genau, wo wir genau hin müssen. Ah, hier ist es. Hier muss es sein. Ja, genau. So, denn wir wollen den Typen erstmal da hinten hinlocken. Komm. Braver Geist. So, springen wir hier rüber. Gehen hier lang. Und dann müssen wir da hoch. Das ist unser Ziel, dass wir da hochkommen. Das habe ich, glaube ich, etwas falsch angegangen gerade, aber wir kriegen das auf jeden Fall hin. Dieser Geist nervt mich irgendwie. Nein! So, geschafft. Oh mein Gott, da ist ja noch ein Geist. Und hier oben ist, glaube ich, die Sternmünze, ne? Genau, da ist sie. So. Können nämlich hier wieder runter und hier reingehen. So. Und dann ist hier das Secret Exit. So war das nämlich. Hoppala. Moment mal, das Leben möchte ich gerne haben. Na, nicht ganz, aber 4000 immerhin besser als 100. Sehr schön, haben wir das auch geschafft. Und das müsste der Geheimgang sein, der zur Kanone führt. Glaube ich. Ja, genau. Wir gucken mal nach, wo die hinführt. Vier, Kanone. Schöner Hintergrund übrigens. Welt 7 sogar schon. Okay. Gucken wir da mal rein oder nicht? Ach komm, wir gucken mal eben nach. Zielen und Bäm! Wow. Bling. Tja. Da rennt Bowser schon, obwohl wir ihn in Welt 6 noch gar nicht gefunden haben. Ja, wir speichern einmal. Und gehen dann aber wieder in Welt 5. Denn hier haben wir noch ein paar Rechnungen offen. Unter anderem haben wir noch eine Kanone, die wir noch nicht betreten haben. Nämlich da oben. Durch den Geheimgang vom Geisterhaus. Und den normalen Ausgang vom Geisterhaus brauchen wir noch. Aber erstmal gucken wir, wo die Kanone hier hinführt. Welt 8. Gut, dann haben wir im Grunde alle Welten schon mal zumindest freigespielt. Mit einer kleinen Ausnahme, aber das zeigt sich dann. Welt 8. So, ja gut, Welt 6 fehlt noch. Entschuldigung, mein Fehler, Welt 6 fehlt noch. Wir speichern schon mal, hier sieht es sowieso so tot aus, hier möchten wir gar nicht lange bleiben. Wir gehen sofort zurück in Welt 5. So. Laufen nochmal. Schade, dass wir uns nicht einmal wieder an der Kanone wieder befinden, denn das wird viel Zeit und Rumlaufen sparen. Wir machen mal zuerst, würde ich sagen, normalen Ausgang oder machen wir zuerst hier unten das Level? Machen wir zuerst das Level 5b. Genug Geisterhäuser erstmal. Okay, Eisphysik, ich hätte doch das andere Level machen sollen. Nee, ich möchte gerne meinen Minipilz behalten. Ich mag den Minipilz eigentlich sehr gerne, auch wenn die Steuerung damit unheimlich unschön ist, aber ich finde den einfach cool, wenn man damit so
ja, so viel vom Level teilweise überspringen kann. Du springst bestimmt in den Tod, oder? Ja. Wow, wow! Das war knapp. Das war wirklich knapp. Gut, da oben ist sowieso nichts von Wert und Wichtigkeit. Von Wert und Wichtigkeit, von Wert und Wichtigkeit. Dann gehen wir wieder hier hoch. Und gucken mal weiter, ob wir die erste Sternmünze irgendwo finden. Da wird ziemlich mal langsam Zeit für. Da ist sie doch. So, war das überhaupt die erste? Ja, das war die erste. Rennst du in den Tod? Nein, warum nicht? Da oben ist die zweite. Kommen wir da hin? Oder kommen wir da nur hin, wenn wir groß sind? Da kommen wir hin. Da kommen wir sogar einfach hin, wenn wir klein sind, sehe ich gerade. Obwohl, nee, hier kann man einfach so hochspringen. Dann ist es egal. War da irgendwas hinter? Ja, okay, das heißt... Moment mal, stopp, ich hab eine Idee. Nee, da kann man nicht drüber. Schade. Dann einmal den Schalter betätigen und... Klick. Ja! Ich liebe den Mini-Pilz, der ist so genial! Nein! Nein, 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 nein! Oh mein Gott. Herzinfarkt. Geht wieder. Präzise Sprünge sind als Mini-Luigi nicht besonders einfach, aber wir haben es geschafft. Die lassen wir mal... Ne, die laufen da gar nicht runter. Die Roten haben ja Kantenerkennung. Schade. So. Eine Münze fehlt. Da unten ist sie doch. Muss der Typ hier ausgerechnet jetzt rumlaufen? So. Der bleibt ja auch da oben, ne? Genau. Jetzt müssen wir nur wieder zurückkommen. So, und hier hoch. Sehr schön. Ich würde mich gerade ducken, um zu rutschen, aber wir können als Mini-Luigi gar nicht rutschen. Wo gehst du hin? Bist du sicher, dass du da... Okay. Ich gehe hier hoch. Ja. Achso, das war's schon. Sehr gut. Hui. Ja, das waren die typischen Eisphysics, aber ich bin nicht gestorben. Das ist ja schon mal, ne? Ein Appläuschen wert. Ich hasse Eisphysics. So, der lange, weite Weg bis zur nächsten Höhle wird frei, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eben noch und holen uns den, den normalen Exit aus dem Geisterhaus. Das müssen wir noch langsam mal abhaken, sonst vergessen wir das nämlich noch. Oder ich besser gesagt. Ich habe nicht so ein gutes Gedächtnis, darum gehen wir lieber in den Part hier. In dieses Häuschen, damit's... damit wir den Mini-Pilz loswerden, das war natürlich alles Absicht. Oder so ähnlich. So. Fühlen wir sofort viel sicherer. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, dass die Steuerung jetzt wieder einigermaßen vernünftig funktioniert. Das ist ganz schön ungewohnt. Wenn man denkt, oh, man schwebt sowieso so ein bisschen und dann merkt man, nö, tut man nicht. Weil der Mini-Pilz nicht mehr aktiv ist. Wollen wir noch den... Ja, komm, wir nehmen die Blume noch mit. Wir nehmen die Blume noch mit, wenn sie hier schon so rumliegt. So. Hoppala. Schnell, 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 schnell. Na, egal, die Blume liegt ja da. Wir müssen sie nur mitnehmen. So. So, hier hoch und da und hier. So, und nur noch hinauf. Da war ein Bu, den wollen wir möglichst nicht aktivieren. Irgendwo da oben müsste der gleich kommen, oder? Wow. Ja, da oben. Ich habe ihn gehört, er schreit schon. Ich will mich nicht umdrehen, lass mich in Ruhe. Ich hoffe, der Bu ist noch nicht weit genug vorne. Hä, wo ist er denn? War er nicht letztes Mal ein Bu? Hm, komisch. Naja, egal. Ich will nur noch raus aus dem Level hier. Ja! 4000. So, haben wir die nämlich schon mal geschafft. Und ich glaube, nur zum Fall der Fälle vorbeugen, möchte ich jetzt mal eben unten irgendwo ein Häuschen aktivieren. Zum Beispiel das große Pilzhaus. Wir haben nämlich nichts mehr als Item. Dann können wir den großen Pilz sofort mitnehmen und den im Höhlenlevel mal einsetzen.
Yep. Obwohl, da ist ein... so ein Block gerade, ne? Den machen wir damit ja kaputt, das heißt, wir verschwenden ein Item. Nee, dann gehen wir erst so ins Level rein. 5C. Ja, ist ein Höhenlevel, gut. Richtig geraten. War ja auch schon auf der Overworld so ein bisschen abzuschätzen. Fällst du runter? Ja. Nein, ha, Block, nein! Warum denn? Ach, du schon wieder. Guck an. Hier bist du mir nicht ganz so egal, ehrlich gesagt. Jetzt bist du mir egal. Genau, wenn du tot bist, dann ist alles gut. Bling, 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 bling. Na, bling sage ich. Sehr gut. So, du machst mal einmal bitte den Weg hier frei. Und dann darfst du sterben. Ich denke mal, ja, das dachte ich mir nämlich, dass man die wahrscheinlich nicht so früh töten sollte. Ich denke mal, das hier werde ich nicht kaputt machen können. Yep. Genau. Gut, dann war das schon mal scheiße, aber... ich glaube, wir konnten uns ja nachher nochmal mit Safe and Quit hier rausholen, wenn wir die Münze gefunden haben, von daher geht das schon. Ah, da ist eine... Kriegen wir die jetzt überhaupt noch? Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall so ein Panzerding dafür, ne? Nehmen wir mal den mit. Denn... Genau. Sehr schön. Na, nicht darunter. Nein. Nein. Dieses Level macht mich fertig. Mittelpunkt. Sehr schön. Das heißt, die haben wir schon mal gespeichert. Ah. Ich mag diese Biester nicht. Na ja. Ein bisschen Autoscroller-mäßig. Der macht die auch kaputt. Ne, irgendwie kommen die nicht mehr hinterher, ne? Gut, auch da ist er schon. Ah, der kommt von vorne. Aber das ist nicht mehr wichtig für uns, denn hier ist die Röhre. Wir sind schon durch. Wir haben eine Münze verloren. Vergessen. Verdingst. Gut, das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal in das Level rein. Die erste Münze haben wir gesehen. Die ist in dem Blockgefängnis drin. Und die zweite... Schwere Sache. Schwere Sache. Vielleicht am Ende bei den Typen, die runterfallen, dass man vielleicht irgendwo hoch kann oder so bei denen. Dass die roten Blöcke das so hochgehen, dass man irgendwo bei denen oben reinspringen könnte. Wo sie rauskamen. So. Erstmal möchten wir hier bitte die Blumen mitnehmen. Das war knapp. Ich wollte gerade sagen, aber der hinten ist, glaube ich, noch hinter der Wand. Den kann der Feuerball noch gar nicht treffen. Den töten wir diesmal aber nicht. Du leidest auch nicht in dein Verderben. Können wir den resetten? Eigentlich ja schon, oder? Ja. Kannst du bitte aufhören, in deinen Tod zu rennen? Hallo? Kannst du bitte aufhören, dich selber umzubringen, mein Freund? Nein. Einmal zu viel... Oh, ein Block. Einmal zu viel B gedrückt. Schade. Beziehungsweise Y ist es. B ist mein Sprengknopf. So, die haben wir schon mal. So, wie schaffen wir es, dass er sich nicht tötet? Einmal vielleicht darauf springen? Geht das dann? Hallo? Ja, okay, so geht's. Nein! Und bumm, bumm und stirb, genau. Sehr gut. So, das haben wir. Das hätten wir. Jetzt ist die Frage, wo ist die dritte Münze? Ich denke mal, sie ist wirklich irgendwo bei diesem Autoscroller-Teil. Da war nämlich gerade die zweite erst. Das heißt, ja, und hier kommt ja im Moment nicht mehr viel, ne? Ich denke mal, dass sie wahrscheinlich irgendwo da oben sein wird. Dass man hier irgendwo hoch muss.
Aber wo? Wow! Da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht, dass der wieder noch da runterfallen könnte und uns treffen könnte. Nee, hier ist aber auch nix. Schwierig. Wow. Mein Freund, du lebst aber gefährlich hier. Ha. Da muss ich mich dann nochmal informieren, wo genau die Münze ist. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Erstmal beenden wir das Level, dann haben wir die erste schon mal gespeichert. So. Sehr schön. Dann geht es im nächsten Part weiter mit New Super Mario Bros. Heißt das Spiel. Genau, ich hatte das kurzzeitig vergessen, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin und ciao.